Ich bin zerstört. Rotzfahne. Guten Morgen. Ich klappe den Computer auf. Mach ich an. Da gibt es hier nahrhaftet. Eine Maus. So, liebe Leute. Papa, schön, dass du so viel blöd. Weil wenn ich das so anziehe, dann... Schaut mal. Nicht das hier. Das kann ja auch ab. Das macht man ab mit einer kleinen Schere. Na, ja. Aber du musst erstmal anziehen, ob das dir passt. Das passt. Okay. So, eine tolle Wurst. Jetzt habe ich gesehen hier, dass das Video ja nicht hochgeladen ist, sondern steht bei 46%. Also so ein Scheiß könnte ausrasten. Okay, warum funktioniert das? So viel Arbeit macht man sich abends, ja, und dann funktioniert das nicht richtig. Ich kann das aber eben um 3 Uhr morgens dann nicht mehr überprüfen, ob er tatsächlich hochgeladen hat. Gebe ich es euch jetzt. 55 Minuten ist das Ding oben. So, warte. Haben wir gleich. Und zwar hier. So, hallo. Ich bin im Shop. Ich schätze mal, so ein Viertel bis 9:30 werde ich da den Vlog von gestern hochgeladen haben. Tut mir echt leid. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob die Internetverbindung abgestürzt ist, das Kabel irgendwo im Bruch hat oder so. Werden wir sehen. Jetzt hat es funktioniert, ja, innerhalb von einer halben Stunde. Ich werde das wahrscheinlich jetzt in Zukunft immer kopieren und über den Laptop hochladen und fertig ist. Keine Ahnung, was für ein Ferkel, aber irgendein Ferkel packt seine volle Mülltüte hier vom Laden. Also unglaublich, unglaublich, die Leute. Aufgabe heute, hier alles ein bisschen aufräumen. Oder fangen wir mal gleich mit an. Naja. Zeig her, ganz kurz. Ich hab zu tun, aber schon. Ja, wo ich ja Neuigkeiten berichten. Ja. Und dann sind alle wiedergekommen gestern. Ja. Oh, aber spät, wa? Ja. Ja, die waren aber weit weg. Du hast ja Glück gehabt, dass die alle nicht mehr von mir kommen. Gestern Abend um 6:30 oder spät 7 Uhr ungefähr kam Alex ran. Ja und? Was sagt er? Ruhig spielen. Na so. Ja, da ruhig spielen. Das war der, das was der gebracht hat, einen ganzen Arm voller Holz. Einen ganzen was? Ganzen Arm voller Holz. Alle Typen baut sich. Da will er bauen, da will er bauen, da will er bauen, da will er bauen. Ob der wir arbeiten lang als Physik ist, keine Ahnung. Dann war gestern Mittag der kleine Thomas bei ihm, dann ist er wieder um 1:30 oder 2 im Blühspiel. Mann, hat der ein Leben, Alter. Oh, ich hätte auch gern so ein Leben. Ja. Ja, ich muss weitermachen, wollte. Ja, ich kann vielleicht mal, ich muss sagen, ich will muss, sag mal wieder, wollen Sie machen, Thomas, wie geht das alles nicht an, was ist das? Ja, ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gemacht, deswegen habe ich gedacht, weil ich so in der Straße gerade bin, ich noch mit dem Hund raus. Strahlend? Ja. Der Schornsteinfeger war gerade da. Hat euch rausgeschmissen. Hat er gesagt, die Wohnung ist lebensgefährlich. Nee, aber das ist ja so, wie ich gedacht habe. Ich habe doch zum am 31. Dankeschön. Ich habe einen Monatsinfarkt gehabt, Daniela auch.
Und da habe ich gedacht, als sie das ausgeräumt haben, dass sie den Ofen abgerissen haben. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Und der Schornstein wie gesagt, ist nicht so schlimm, aber erst dann ist die aufgetreten. War. Also vorher war ja nichts. Und die sind nicht ordentlich verschlossen worden, die Öfen wieder. Da kann ich dir nichts sagen. Ja, muss doch der Schornstein wieder erklären. Na, der hat gesagt, kann keine Gefahr von aussehen, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, nicht gut, weil wie gesagt, das war ja vorher nicht so und ja, wenn man mit Holz hier heizt. Hat die halten, ja? Hat die halten. Bis Mügelheim. Besser Hügel. Na, aber hält ja immer noch. Und zurück. Siehst du, die sind zuverlässig, die Dinger. Genieß den Dörrschaum. Der lecker Dörrschaum. Zehn Jahre und zwei Tage und wir haben eine Flasche Champagner von Dennis geschenkt bekommen. Jetzt ist total nett von dir, Dennis. Fantastisch, ja. Ja, ich auch. Und wir den noch so vertilgen auch immer. Der wird es wahrscheinlich aushalten bei uns noch einige Jahre. Oder man überwindet sich wirklich mal und köpft den. Bloß meine Frau hat ja leider immer abends... Weiß ich nicht, was die abends hat. Schlafkrankheit halt. Dann setzt man sich mal hin und besäuft sich halt einfach so. Ja, ich dann. Ich bin wirklich wahnsinnig gemacht, ja. Dann sage ich zu ihr, wollen wir jetzt beim Bäcker oder beim Brezelbäcker was kaufen? Dann sagt sie, beim Bäcker. Wollen wir beim Bäcker? Nee, ich will doch nicht beim Bäcker, ich will zum Brezelbäcker. Ah, okay. Egal, mach ich, ne? Das machst du ja alles. Dann laufe ich da lang und dann sage ich, kannst dir schon mal überlegen, was du beim Brezelbäcker haben willst, ne? Ja. Mach ich schon, du Scheiße! Oh, nicht so hardcore. War so gut. Mach ich schon, du Scheiße. Ich habe irgendwo auf einer Internetseite gelesen, dass Eltern von autistischen Kindern einen Stresspegel haben wie wie war das? Wie so ein Soldaten im Einsatz oder so. Die sind im Dauerstress. Ja, ja. Ja, ich bin ja in Dauerstress sowieso bei Lumen. Seitdem sie auf der Welt ist, bin ich sie am Kontrollieren. Ich merke das ja selber. Ich gucke, was sie in die Hand hat. Wo sie es hinstellt. Wie sie es zum Mund führt. Also schon beim Essen alleine. Ich sage, pass auf da, wie sich ihr Ellenbogen bewegt, die Ellipse ihres Ellenbogens. Der Schwenkbereich muss stetig freigehalten werden, damit nicht umkippt. Es ist eine Katastrophe, ey, man ist wirklich im Dauerstress, absolut, weil ich immer sage, und du hast mich, weiß ich noch, du hast immer gesagt, jetzt, lass doch mal, und so, und ich hatte schon die Nerven, ich immer, pass auf da, aber man ist... So, ja, tatsächlich, man ist so. Ich habe da schon angefangen, ihr wieder Trinkflaschen hinzustellen, weil die Becher immer ausgekippt sind. Die fahren jetzt alle diese Räder. Ja? Weil die billig sind. Ich wollte dir nochmal sagen, ich bin eine Flasche. Das ist toll. 100%. Die Handtasche. Die Handtasche muss lebendig sein. Ja, aber sag doch mal weiter. Ist super. Ist total schön zu tragen. Die gute Größe, die ist verschlossen. Die ist innen sogar noch verschlossen mit einem extra drüberlegen, weißt du? Die sieht so unspektakulär aus. Total. Sind wir mit dem Preis erstmal sehr erschlagen. Weil die unspektakulär aussieht, warst du. Aber das ist doch gut an der. Nee, mich hat der Preis tatsächlich erschlagen. Ja. Und je länger ich sie aber dann hatte, desto besser hat er mir gefallen. Das Blau in. Das mit diesen Henkeln da dran kommt, das ist voll so grün. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch ein untypisches Modell, ne? Also es ist ja eher schon so, dass in so einer Luxusmarke, bei so einem Luxussegment, dass die Leute natürlich zeigen wollen, was sie haben. Und dann eben auch wollen, dass glaub, es draufsteht. Wenn man sich eine Tasche kauft,
um die Verkettung zu tragen in der U-Bahn, das war, hat es schon geschmunzelt. Mhm. Ja, weil das ist ja eher die komplett gegenteilige Klientel von dem, was sie sonst so haben. Das ist doch schon die Zeit. Ich hab sie gestern bei auf Arbeit. Ja, aber ich hab gesagt, hier guck mal, hast du mich dann gefragt, wie du das bist. Hast du eigentlich fertig mit Essen? Ja. Nee. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Käse. Nee. Papa, ich hab grad einen gruseligen Film geguckt. Wie? Ich hab grad einen gruseligen Film geguckt. Na, Haie ist eine Gruß einfach. Nicht bei Schneewittchen. Genau, also ein Müll. Don Röschen habe ich gesagt. Ich hab runtergefallen. Wo ist denn das große Messer? Ist das nicht der Nachtraum? Ja, gut. Na komm. Wie das ist schön hier. Nimmst du den Champagner mit? Champagner. Was ist denn für die Größe? Ist das Tofu? Das ist der billigste Mozzarella der Welt. Champagner ist so edel. Hallo. So, Hunger. Ist hier keine Fressnapf-Filiale. Alle Fressnapf-Filiale. Oh, das ist aber schnell, agil, kurz abgehandelt. Das war. Abschütteln. Keine Bilder mehr. Wie lange habt ihr gespielt? Gar nicht mehr gestern. Ah, ja, nicht mehr. Bin ich jetzt geguckt, ist alles okay. Und schon sehen wir, wenn wir dann nachher. Dabei ist. Das ist schnell zum Automaten. Oh ja, heute. Moin. Moin. Sag ich das? Was? So. Ja, cool. Ja. Ja, klar. Hier ist die Garderobe. Super. Ich bin da schon. Hund am Main. Oh, jetzt ist es auch wirklich schon ein bisschen windiger. Tommy, Tommy! Hi! Tommy, mach Pause. Have a good lunch. Yeah, thank you. Hello, Tommy. Hello. Can we rent a bike for the afternoon? Yeah, you can rent a bike for today if you want. It's 8 euros per bike. Okay. But you have to bring it back today before 9 in the evening. 9 in the evening? Yes. Today. Okay. Yeah. 9 in the evening, donc 9 heures ce soir, parfait. Yes. Parfait. Perfekt. Wo runterfällt, ist so alt in Ordnung. Manche kleben richtig, was merkst du richtig, wenn du runterziehen willst. Ja, los, dann gib alles her. Peter? Naja, na, klar. Ein bisschen tüdeln. Das ist die erste Schaltkulisse, Schaltebene. Da steht das 1, 2, 3, 4.
Okay. Nächste. Nächste was? Hast du alles andere auch schon sauber? Was denn? Die Scheiben, alles? Nee. Willst du das erstmal zusammensetzen? Ja, das kommt jetzt darauf. Ja, na, dann mach das. Ja, dann spielt ja. Wie war das? Hier ist ein langes und ein kurzes. Aufgebogen, Menschen? Na, der Mika, ganz gut, der Mann. Zwei, eins, zwei. Ich muss nur noch drei Würfeln kommen schon, dann darf ich mein Feld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier. Hier war ich eins, zwei. Nee, ich muss wieder ganz von vorne. Drei. Vier. Man muss schon drei haben, dann darf man essen sein Feld. Was? Sechs. Ich muss wieder ganz nach vorne anfangen. Können wir was anderes spielen? Du wolltest es spielen? Nein, ein anderes, bitte. Ich bin da drin so schlecht. Mein Gott, so von magnetisch. Guck mal, so ein Spiel. Magnetet. Oh, schade. Hey, mit einer Postbote bisschen. Auf Schwarze sind sie immer geschützt, weiß ich. Er ist geschützt, er ist geschützt. Da fängst du an. Also, eins, drei. Eins, drei, drei. Genau. Gut. Guma, wenn du gewinnst, kriegst du auch was. Wirklich. Was denn? Das ist eine Überraschung. Ich will aber nicht mehr. Ich gehe rein. Guma, da kriegst du kein... Guma, aber... Hab nicht da rein. Okay. Aber Mann, du spielst ja mit mir. Du spielst blau, ich spiel grün. Okay, fang an. Du? Blau. Ja. Sechs. Eins. Fängt ja gut an. Sechs. Nee. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Oh, nee! Ja. Oh. Vier. Nee! Zwei. Drei, vier. Eins. Ja, du bist ja inne. Nein! Sechs. Das ist sechs? Nein, es zählt nicht. Wenn es da ist, in der Ritze brennt, dann kann ich mal eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe eine fünf. Eins, zwei, drei, vier. Du Quatsch, kommt eigentlich unfair. Es ist ja eine 5. Das ist eine 5. Ja, aber die sagt so und dann. Na, ist okay, komm. Okay, ich kann. Oh, ich muss so. 4.
Whoop. Oder 1, 2, 3. Oh, 4. 1, 2. Du bist dran. What? Okay. Du bist so langsam. 3. Mann, die Töne auf, Mann, lass doch mal die 2 drinnen. Kann doch mal nicht wahr sein. Eine 1. Ah, nee, kriegt der nicht noch eine 1. Hier. Hier. Au! Let's go. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiel blau. Ich musste mir alles anmachen! Ja. 1, 2, 3, 4. 2, B, krieg nicht ein! B, du kriegst jetzt eine 1. Ah, ich bin eine 1. Ha! Ich bin drin. Ich bin. Achso, schon wieder? Ja. Gut, nur eins gönn ich dir. Nein, du hast eine 2, wie gemein. Jetzt ist es mir wurscht, Alter. Jetzt ist er drin, das hat gewonnen, damit du Bescheid willst. 1, naja, wenn ich so weitergehe, komme ich nicht an. 6. Toll. 1. 1. Ja. Ja. Immer 1, ey, da war das letzte Mal. So, jetzt zinkt der Würfel. Siehst du, sag doch, der stimmt doch nicht, der Würfel. Guck mal! Wie, du machst eins. Das ist jetzt ja. Siebte Wurf hintereinander, eins. Eine Einzelecke. Ja, 5. Gewonnen. Tock. Das ist gut gemacht. Nein! Na komm, dann pack das mal zusammen. Noch einmal, bitte, bitte, bitte. Ja, wir packen das jetzt einfach hier zusammen. Ganz wenn gut. Wenn du liefst, rein. Ein kleines. Bitte, mit ein. Nein, ich muss jetzt zusammenpacken. Schön, dass die Kamera gar nicht läuft. Ich kann überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht, was ich heute in den Vlog mit drin nehmen soll. Ehrlich gesagt, ich werde ein bisschen Blabla mit reinnehmen und so, aber heute war ja auch nur Blabla. Ein bisschen aufräumen. Ja, die Anouk geht's wieder blendend. Sie geht morgen zur Schule, zur Samstagsschule. Ja, da schicken wir sie hin extra. Das, was wir jetzt machen, ist was eigentlich rein. Ich brauche noch ein bisschen Videomaterial. Also Benjamin Blümchenrad habe ich geschenkt bekommen, gestern schon, wartet. Und naja, nee, es ist wenig gefahren, aber es ist natürlich, Bremsbeläge sind verhärtet. Licht ist noch keins dran. Das machen wir gleich, bauen wir gleich eins an. Der Bremszug muss gemacht werden. So eine Sachen halt alles, ne? Ja. Anfang tun wir mit dem Licht, hinten. Und dann schauen wir mal, morgen machen wir vorne das Licht und vielleicht die Bremse noch fertig. Und dann ist das Rad letztlich total aufgebaut und schön. Und Lumen, oh ja, und Lumen kann das denn fahren. Ne? So machen wir das. Und wir machen jetzt nämlich ein Video und Klenet. Und zwar, Anouk baut an. Was baue ich an? Du baust diese Lampe hier an. Wo? An das Fahrrad. An das Fahrrad. Wo aber? Wo kommt diese Lampe denn ran? Was ist das für eine Lampe? Eine Lampe, die hinten soll? Richtig. Also, schau mal, wo die rankommt. Hier. Nimm mal deinen Arm weg.
Da befinden sich zwei Löcher. An der Lampe hinten befinden sich noch keine zwei Löcher, aber die kriegen wir da rein. Und die Lampe bauen wir da hinten so genau an. Okay, hast du Bock drauf? Willst du das machen? Super. Denn auch Kinder können sowas schon machen. Ich habe sogar selbst einen Reifen gemacht. Ich habe sogar selbst schon einen Reifen gemacht, genau. Zeig mal her, wie machen wir das? Also wir nehmen... Wir müssen die Lampe erstmal aufmachen, ja, ne? Weil wir müssen ja hier irgendwie Löcher reinkriegen. Ja. Mach das mal da, den Hebel hoch. Jawohl, hat die geknackt. Und auf. Was ist das da? Was ist das da? Na, gucken wir mal, was ist das? Das sind Schrauben. Das sind die passenden Schrauben, jawohl. Die brauchen wir. Wie tue ich mir das? Die brauchen wir. Und hier sind diese Löcher schon so. Genau, die sind so vorgestanzt, ne? Und da muss man reinbohren. Ja, reinbohren macht man da nicht. Jetzt gucken wir halt mal ran, welche Löcher wir brauchen. So. Brauchen wir die inneren oder die äußeren? Die äußeren. Ja? Ja. Ne, ja, die inneren. Nee, die inneren. Ganz genau, die inneren, ne? Brauchen wir. Okay. Dann wollen wir mal gucken. So, die sind vorgestanzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so darstellen kann. Aber die kann man nämlich ganz leicht dann mit Hilfe dieser Schrauben. Pack die mal aus. Hier rein. Ob man das mit Gewalt. Darf ich die andere machen? Ich hab sogar selbst. Das ist ganz schön schwer. So. Zack, aber vorher stand die innere, ja? Probierst du? Ja. Beide Finger. Ja, drück. Das ist schwer. Ah, kommt schon. Au! Soll ich machen? Ja. Die Haut geht langsam ab. Die Haut geht schon ab. Das ist da gemacht. Das brennt. So, Achtung. Ja. Also wenn ihr es nicht schafft, macht es mit Hilfe eines Erwachsenen. Oh. Jetzt. Das kommt hier rein. Da rein, genau. Erklär mal, was du machst jetzt. Die tue ich jetzt da rein. Ganz schwer. Und jetzt brauche ich diese Schrauben hier und tue sie so rum, also so rum rein. Genau, das sind Muttern und die schraubt man dann da ran. Einmal. Also soll sie schon so sein? Erstmal so, jetzt die andere. Da muss man noch mit der Zange so drehen. Mit einem Maulschlüssel. Ja. Zweimal. Und den holst du jetzt? Ja. Was holst du da für eine Größe? Was denkst du, was es ist? Bin ich mal gespannt. Achter! Jawohl, genau. Siehst du, wenn man sieht, dann. Dann zeig mal. Wie sieht der aus? Das machst du gut. Fertig. Ist fest, guck. Kann man nicht mehr drehen. Super. Ich habe deine auch fester gemacht. Ach ja, natürlich. Hast du gut gemacht. Willst du die Batterien da reinmachen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch funktionieren hier, die Batterien. Die funktionieren bestimmt. Da ist eine Zeichnung drauf, wie rum die reinkommen. Siehst du die? Ja. Die andere? Ganz oben. Los. Drück. Jetzt schauen wir, ob die funktioniert. Schalt mal an, da ist der Schalter. Okay. Wow. Ja. Hell. Jetzt muss man sie wieder ran. Jetzt muss man die dann nur anklicken und zwar so. Mhm. So. Und dann unten reindrücken. Wow, das war schon. Jetzt schalt an. Wow. Hast du gut gemacht. An? Und aus. Hier oben leuchtet das sogar noch ein bisschen grün. Guck. Zeig mal. Wir wissen, was das heißt. Nicht, dass sie schon schwach ist. Mal gucken. Ja, aber schön. Jetzt hat sie vorne Licht. Hinten Licht. Vorne noch keins. Nee, das ist nur ein Reflektor. Also müssen wir von vorne noch eins ranbauen.
müssten wir vorne noch eins ranbauen. Aber das vorne, der Anbau vorne, den machen wir morgen, okay? Nein, bitte heute. Den machen wir morgen, morgen Abend, okay? Wir haben noch so eine Minute oder fünf. Na ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, aber ich möchte, vielleicht machen wir das morgen. Im nächsten Vlog. Nuki hat eine Lampe angebaut. Fantastisch. Darf ich noch was machen? Eine Kleinigkeit. Ja, aufräumen. Ja, guck mal, da ist es stur. Also, sag mal tschüss, Anu. Tschüss. Bis? Bald. Oder auch? Bis morgen. Richtig. Also, bis morgen, liebe Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.